Sie sind Frau Mertens, die Geschäftsführerin, die neue deutsche Geschäftsführerin von Transparency International. Ja, seit 2 Jahren. Also nicht ganz mehr so neu, aber relativ neu, ja. Und wie haben Sie heute die Diskussion empfunden? War die aufrichtig? Also die Positionen sind klar geworden. Mir fällt es immer an Konkretisierungen. Das ist ja letztendlich immer so, auf der Überschriftenebene ist man unterwegs und man redet zum Beispiel über diese Lobbyregister, wurde ja gesagt, so ein Monstrum. Die Vorurteile sind sehr groß, konnte man nochmal sehen. Und da wollte ich gerne nachhaken und sagen, warum. Also einfach, dass man auf die zweite Ebene kommt und sagt, kommt drauf an, wie man das gestaltet. Und das liegt ja in unserer Macht, gemeinsam vielleicht auch einen Entwurf zu machen. Daher ist es ganz gute Erinnerung nochmal, wie die Argumente sind. Aber so richtig weiter kommt man natürlich in den Debatten nicht. Das war ja auch nicht der Sinn der Sache, sondern einfach die Position nochmal aufzuzeigen. Aber durchaus vielleicht auch zu sehen, wo man denn reingehen soll, weil wir wollen natürlich mit CDU weiterhin aktiv mitarbeiten und klingeln und klopfen, damit wir auch eine Veränderung bewirken. Es gibt ja jetzt einen Gesetzentwurf von Lobby Control und Abgeordnetenwatch im Internet. Haben Sie den schon sichten können? Selbstverständlich, haben wir intensivst uns angeguckt. Und Sie sind absolut begeistert, genau wie wir. Ja, doch, viele Punkte sind toll. Einige Punkte sind tatsächlich so, dass wir schauen, geht das jetzt noch zu weit? Wie viel Transparenz im Hinblick auf einzelne Verabredungen. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, müssen wir drüber nachdenken. Sie meinen die Kontakttransparenz? Oder? Ja, da wäre ich noch nicht ganz sicher, weil ich sehe das erstmal, es ist aufwendig, deswegen sehe ich da viel Gegenwind. Ich würde lieber vielleicht ein paar Punkte da rausnehmen, umso stärker erstmal dafür sorgen. Aber ansonsten finde ich das natürlich sehr, sehr interessant und was toll ist, und das ist natürlich der Verdienst auch von Abgeordnetenwatch und natürlich Lobby Control, dass man darüber redet. Also das ist eine ganz gute Steilvorlage für weitere Diskussionen, das ist gut. Vielleicht nochmal Kontakttransparenz, da geht es darum, dass Lobbyisten von sich aus Treffen mit Politikern dokumentieren müssen. Das heißt, es gibt eine Dokumentationspflicht auf Seiten der Lobbyisten, nicht auf Seiten der Politiker, aber jeder Lobbyist, der einen Politiker oder eine Politikerin trifft, muss diesen Termin dokumentieren und da sagen Sie, das geht schon sehr weit. Ja, das ist so, weil wir sind selbst Lobbyist und deswegen würde es auch für uns zutreffen und wir haben es im Vorstandsebene auch diskutiert. Und da wurde doch das Argument eingebracht, das ist eine maßlose Selbstüberschätzung, weil wir sind doch nicht die Mächtigen. Also es ist ja so, wer wird in welche Richtung lobbyisten? Wen interessiert es in der Welt, was, wenn wir getroffen haben, sondern wir müssen tatsächlich schauen, dass der Herz der politischen Entscheidungsfindung, da wo Macht ist, das muss transparent gemacht werden. Und das ist ja nach wie vor das, was wir immer wieder sagen, Transparenz Mittel zum Zweck. Welche Begegnungen muss man machen? Was ist der Hintergrund? Was ist diese Story dahinter? Warum das? Was ist der Mehrwert, was dadurch erzeugt wird. Und da sind wir noch ein bisschen uneins, sage ich mal. Aber wäre das nicht eine tolle Möglichkeit, die Aktivitäten und die ganze Kampagnenarbeit von Transparency International auch für alle Welt zu dokumentieren? Also je mehr Treffen man mit Politikern hat, desto besser ist es doch eigentlich für ihre Fördermitglieder und Spender, dass die wissen, Mensch, wenn ich Transparency Geld spende, die machen auch was dafür in Berlin. Unbedingt. Also das ja, das ist ein gutes Argument. Aber womit ich Schwierigkeiten habe, ist die Definition der Kontakte. Sie wissen, das ist ja viele zufällige Begegnungen, nicht alles ist verabredet. Und ich war jetzt mit meiner Tochter zum Beispiel vor kurzem im Spielplatz. Und dann kommt ein Vater von Kita und sagt übrigens, by the way, arbeite ich da und da in dem Verband oder bin Politiker, was ich das auch habe, wenn man im Herzen Berlin unterwegs ist. Und dann rede ich auch über die Arbeit, weil ich das mit Leidenschaft tue, weil ich es nicht sein lassen kann und privat auch die gleichen Themen verfolge. Dann ist so die Frage, ist das auch etwas, was ich dokumentiere? Ab wann ist es so, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, der so sich definiert, aber Inhalte überhaupt das nicht betreffen, was ist dann? Was ist mit der Vertraulichkeit? Was ist dann, wenn jemand sagt, das möchte ich aber nicht? Heißt es denn im Umkehrschluss für mich, mit dieser Person treffe ich mich nicht, obwohl wir wüssten in so einem Beispielfall, dass wir die Information unbedingt brauchen, um unsere Arbeit vernünftig machen zu können. Also das sind einfach viele, viele Fragestellungen, wo ich nicht ganz genau wüsste, wie ist das denn gemeint? Aber es geht ja nicht um die Dokumentation der Inhalte, also dessen, was Sie besprechen, sondern einfach nur, wen Sie wann treffen. Richtig, aber das musste ich dann wissen, welche Kontakte sind denn solche Kontakte? Und wenn ich jemanden treffe, einen Spielplatz und rufe nochmal, bitte am kommenden Samstag zum Geburtstag kommen, das war eine Begegnung letztendlich mit einem politischen Entscheidungsträger, wenn es so ein Vater oder Mutter ist, muss ich das dann auch dokumentieren und inwiefern wir die Leute mitnehmen? Ich bin schon sehr für, auch aufgrund meines Herkunftslandes, sehr für Transparenz, aber es muss tatsächlich auch bewältigbar sein und vernünftig sein. So, letzte Frage, wann kommt das Lobbyregister in Deutschland? Ich hoffe, sofort in der nächsten Legislaturperiode. Wenn
Unser Ziel ist es, direkt am Anfang der Legislatur anzusprechen. Wir haben jetzt gesehen, ein paar Punkte haben wir zu spät angesprochen. Nein, wir haben aus den Fehlern gelernt und sagen sofort 2017. Super, das wollen wir hoffen, beziehungsweise wir werden uns weiterhin dafür engagieren. Ich glaube, mit diesem Statement geben wir jetzt zurück und brechen die Übertragung hier ab. Wir freuen uns, dass wir heute dabei gewesen sind, hier in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich finde, das war schon eine gute Geschichte, dass das jetzt sozusagen auch in CDU-nahen Kreisen diskutiert wird. Also das ist ja schon ein Riesenfortschritt. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin noch Kampagne machen müssen, vielleicht auch zusammen, ein bisschen dickere Bretter bohren, damit das Lobbyistenregister oder das Lobbyregister dann auch tatsächlich Anwendung findet und durchgesetzt wird. Wunderbar. Vielen Dank. Ciao.